So, eigentlich bringt es ja eigentlich gar nichts mehr, wenn ich jetzt hier diese Mine noch, wenn ich diese Mine, erstürme. Ich meine, ich habe genug Geld, ich brauche so einen Kack gar nicht. Aber wir lernen nette Ritter kennen. Na, da schau mal, welch überraschender Besuch. Die sehen ja glatt so aus wie diese Monster vom Schloss Eldains. Woher weißt du das denn? Rächen wir Sir Estir. Kommt nur! Du wirst elendig in der Ecke verbluten. Ach halt. Nein, dein Blut wird nicht nutzlos vergossen werden. Ich werde mich daran laben. Sterbt, ihr Kreaturen der Nacht. Ja, Bossfight gegen Corina Halder. Halder, whatever. Eigentlich ist dieser Kampf sehr, 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 sehr schwer. Aber mit meinen unglaublichen Skills sollte das alles kein Problem sein. Apokalypse! Bam! Shock Frost! Stirb, du Hure! Du rote Hure! Okay, ein Ritter ist schon mal down. Elaine ist nicht betroffen. Stirb, Ritter. Und du wirst auch gleich sterben, du Heslon. Sehr schön. Ja, jetzt bist nur noch du dran, du Schlampe. Erstmal Blut aussaugen. Nam, nam, nam. Komm her. Bam. Ja, das ist ein starker Gegner, das heißt, die fängt auch nicht gleich an zu bluten. Fick dich. Oscar ist nicht betroffen. Blutsaugen. Shockfrost. Apokalypse. Stirb du. Bam. Na, 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 na. Hat kein Blut mehr zum Trinken. Wieso stehst du da noch, wenn du kein Blut mehr im Körper hast? Du bist auch nur ein Mensch. Du bist nicht mehr und nicht weniger. Nicht mehr und nicht weniger wert. Also Shockfrost ist wirklich der allerbeste Zauber im ganzen Spiel, muss man einfach so sagen. Mit dem Zauber, da kann jeder... Bam! Stirb, du Fotze! Was für Wichte! Sie haben sie getötet! Kämpft bis tot! Was? Kämpft bis tot! Oh. Was wollt ihr beiden? Spaß ist jetzt von mir, Minenarbeiter. Das sieht aus wie Kacke. Wie Kacke sieht ihr aus? Boah, aber Riesenminenarbeiter, du. Trotzdem haben sie nichts auf dem Kasten. Aber gar nicht. Hahaha! Was für ein Massaker! So, ich denke, wir könnten hier ebenfalls Silber abbauen lassen. Und schon ist ein Skelettkopf da, der sich um unsere Mine kümmert. Ja, wie gesagt, man kann jetzt hier die ganzen Minen dieser Erde bevölkern. Und dann kann man... Sag's mir. Und dann kann man Silber abbauen lassen. Und dieses Silber kann man dann teuer verkaufen. Mehr ist das eigentlich nicht, das ist einfach nur zum Geld scheffeln. Ich brauche jetzt allerdings kein Geld mehr, deswegen lasse ich das mit den Minen auch einfach weg. Jede Mine hat einen eigenen Wächter. Ich denke, ich werde die Minen auch alle befreien, aber wie gesagt, eigentlich ist es eher Schwachsinn. Okay, Uruya ist unser nächstes Ziel. Unser Story-relevantes Ziel und darum geht's ja jetzt im Moment. Nein, Quatsch, nicht Uruya, was laber ich denn da? Wie hieß die Stadt? Astion, genau. Astion ist unser nächstes Ziel, was laber ich hier für einen Scheiß? Und zwar müssen wir die Kinder der Apokalypse suchen, eine Sekte im Untergrund, die mit Vampiren zu schaffen hat. So, das ist Astion. Und wir müssen einfach nur in diese komischen Tunnelsysteme hier eindringen. Allerdings weiß ich nicht mehr ganz genau wie und was und wo, keine Ahnung. Ist da ein Durchgang? Nee. Ich weiß nur, dass es hier rausgeht zu einer Kiste. Ja, ich bin gut. Ein Speicherstein. Und irgendeine komische Teleporterplatte, die uns zu weiteren Kisten führt. Und irgendwann... Treffen... Was bist du denn? Was wollt ihr kaufen? Ah... Kauf ein paar Blutelixiere. Ah, du bist ein Händler. Ein Bluthändler. Eher da, Finger weg von meiner Kiste. Ach, stirb, du hässlicher Clown. Egal, Hauptsache ein paar Blutelixiere gekauft. Und jetzt müssen wir uns in den Katakomben mal umsehen. Irgendwo müsste es einen Hinweis geben auf die Kinder der Apokalypse. Wie gesagt, eine Sekte. Und das wird auch sehr interessant mit diesen Leuten hier in diesem Spiel.
Eisstaub, so ein Bullshit. Okay, gab es noch einen anderen Eingang? Jetzt bin ich etwas verwirrt. Hallo, 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 man. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob es hier noch einen anderen Eingang gab. Ach, hier oben. Ah, das sieht schon etwas besser aus. Ja, das sieht schon besser aus hier. Genau. Genau. Oha, was bist du denn? Ja, K.A. Kinder Apokalypse. Was bist du für ein Spast? Wer bist du? Stellt mir keine Fragen. Ich kann spüren, dass ihr Vampire seid. Jemand in einem Versteck der Vampire hat gemeint, wir sollten hier die Kinder der Apokalypse suchen. Ich nehme an, das K und das A stehen wohl dafür. Tretet ein. Wow! Das ist echt ein lustiger Ort hier, muss man sagen. Richtigen Freaks. Willkommen bei den Kindern der Apokalypse. Sprecht am besten mit unserem Führer, wenn ihr Fragen habt. Wo können wir ihn finden? Sein Zimmer liegt im Nordwesten dieses Komplexes. Danke. Oh, mit dem Führer sollen wir sprechen. Was ist das denn hier? What the fuck? Das ist bestimmt Säure oder Pisse oder so. Aber es sind schon kranke Leute hier, muss man sagen. Hier liegen die Leichen unserer Opfer. Ihr habt bereits so viele Leute geopfert? Naja, nicht nur Leute, sondern auch Tiere. Aber wenige sind das wirklich nicht. Ja, das sind wirklich nicht wenige. Oh, was für ein grausamer Teppich, Hilfe. Ist das eine Kiste? Nee. Was ist bei dir? Kann man die einkaufen? Die Welt da draußen ist böse. Darum solltet ihr bei mir die besten Rüstungen kaufen. Ach so. Naja, du verkaufst genau die gleiche Scheiße wie die böse Welt draußen. Von dem her, lass mich in Ruhe. Na. Was ist hier? Was bist du für einer? Oha! Kein Durchgang. Aber ihr könnt gerne 500 Fila unserer Sekte spenden. Ja, aber immer doch. Ja, ich werde bald euer Anführer sein und euch alle töten. Was ist hier? Der Gefängniskomplex. Wie es aussieht. Oh, ein Opfer. Oh, da ist ein Zerteilter. Ja, ist schon cool hier, also. Der ist aufgehangen. herrlich. Das ist nach meinem Geschmack hier alles. Ah, Face. Face! Ah, ich glaube, ich muss da rein. Na, um mit dem Anführer zu sprechen. Der Anführer dieser Kuttenmänner. Hässlichen. Oder, da wird gerade einer geopfert. Zerstört mich bitte nicht, ich opfere gerade einen Menschen. Hey, das gefällt mir. Schön, wenn es euch gefällt, aber bitte stört mich nicht. Oh, die haben voll die Arme abgehackt. Geil. Geil. Das ist mein Geschmack. Na. Wer wird hier begraben? Okay. Naja, was soll's. Hier werden wohl die Opfer begraben. Was für ein Teppich. Sagt, ihr wisst nicht zufällig, wo es sich noch für uns lohnen könnte, ein Geschäft zu eröffnen? Doch. Ich habe gehört, in Shannar treiben sich einige Vampire um. Shannar? Vielleicht sollten wir dort wirklich ein Geschäft aufmachen. Wir werden mal einen Mann von uns hinschicken. Ja, und so fühlt sich Shannar wieder. Bist du der Anführer? Nein, er kann nur Tränke verkaufen. Blutviolen, haha, so ein Bullshit. Aber du siehst mir aus wie der Anführer hier. Oh ja, du siehst mir wirklich aus wie der Anführer. Ah, ihr seid gekommen. Ihr seid drei der letzten 7 Vampire auf dieser Welt. Woher weißt du? Es ist nicht notwendig, dass ich es euch erkläre. Aber ich sage euch so viel. Wir sind eine Sekte, die sich im Umgang mit Vampiren spezialisiert hat. Wir handeln mit ihnen und bauen durch die so erwirtschafteten Gewinne unsere Macht aus. In jeder Stadt haben wir einen geheimen Laden errichtet, in denen Vampire mit uns handeln können. Doch es gibt jemanden, der uns anscheinend das Geschäft zunichte macht. Ein abtrünniger Vampir. Wir wissen sogar wer. Sein Name ist Abraxas, richtig? Richtig. Er ist wohl auf einem Kreuzzug gegen alle Vampire. Ihr seid fast die Letzten. Steht hier die Statue... Was? Seht ihr die Statuen hinter mir? Ich habe sie aufstellen lassen und dann verzaubert. Sie zeigen mir die Lebenskraft der letzten 12 Vampire auf dieser Welt. Rot bedeutet, sie leben noch. Blau heißt, sie wurden geköpft und sind nun Blutgeister. Wenn die Vampire aussterben, stirbt auch unsere Sekte. Wir verlieren all unsere Macht. Denn ohne Geld haben wir keine Macht mehr. Und ohne Vampire gibt es kein Geld. So einfach ist das. Wie ihr sehen könnt, leuchten nur noch 7 der 12 Statuen rot. Es gibt also nur noch 7 lebende Vampire. Oh, 6.
Korrigiere. 6 der 12 Statuen leuchten noch rot. Er hat wieder einen erwischt. Ein Vampir meinte, ihr sollt uns verstecken. Das könnte ich tun. Aber was würde es bringen? Wenn ihr hier seid, kauft ihr nichts. Und ihr könntet ebenso keine neuen Vampire erschaffen. Nein, ihr müsst etwas unternehmen. Ihr müsst die Rasse der Vampire wieder erblühen lassen. Das werden wir. Wir werden Abraxas vernichten. Wir haben es geschafft, sein Hauptversteck auszumachen. Es ist ein gigantischer Turm. Ein gigantischer Turm? Sowas müsste doch auffallen. Aber in unseren Reisen haben wir keinen gigantischen Turm entdecken können. Er hat seinen Turm natürlich sehr gut gesichert. Er ist voller magischer Fallen. Der Turm selber wurde mit einem sehr starken Zauber belegt, der den Turm völlig unsichtbar macht. Doch hiermit könnt ihr den Turm sehen. Magisches Auge. Oh, das von Pegasus. Es liegt an euch, Abraxas zu finden und ihn unschädlich zu machen. Wo befindet sich der Turm? Auf einer Insel nördlich von hier. Ihr werdet ihn schon finden. Doch passt auf, der Turm ist gut gesichert und soweit ich informiert bin, ist er sogar 16 Stockwerke hoch. Es gibt keine Fenster und die Mauern sind alle magisch gesichert worden, sodass keine Magie hindurch kann. Es wird auch keine Möglichkeit geben, über das Dach hineinzukommen. Dieser Turm gleich einer Festung. Ihr müsst durch den Haupteingang bis in das oberste Stockwerk. Dort wird Abraxas sich vermutlich aufhalten. Also, ich wünsche euch viel Glück. Wenn ihr noch Blut oder Ähnliches braucht, dann kauft hier noch ein. Ihr macht immer vernünftige Preise. Lass die Finger davon. Ich könnte den jetzt auch töten, oder? Es ist noch zu hell. Moment. Ich habe einen Zauber gelernt, und zwar die Zeitverzerrung. Ah, er funktioniert nur im Freien. Ja gut, aber ich glaube, den kann ich nicht töten, weil, ja, wie gesagt, er ist ein Questgeber. Er ist storyrelevant. Man nennt mich den Oberaufseher. Ich vergebe die Aufträge in unserer Sekte. Habt ihr Interesse an einem Auftrag? Sicher. Gut, dann sage ich euch, was ihr tun könnt. Eine Art Test, ob ihr überhaupt fähig genug seid, für unsere Sekte zu arbeiten. Dieser testet euren Spürsinn. Denn wir haben irgendwo in der Stadt eine Kiste versteckt. In dieser Kiste befindet sich eine Rune. Bringt sie mir. Eine Rune? Habe ich die schon? Nee. Irgendwo in der Stadt. Oha! Irgendwo in der Stadt haben sie eine Rune versteckt. Okay, da weiß ich jetzt gerade selber nicht, wo oder was oder wie. Keine Ahnung. Ah. Ich weiß nur, dass die hier alle gestört sind, aber richtig gestört, diese Leute. Aber egal, die sind nach meinem Geschmack. K.A. Kackarsch, oder? Kaufarsch, oder? Ach, ich bin so fürchterlich unkreativ, ey. Das ist echt, ich bin langweilig, ich bin hässlich, ich bin fett. Ich bin dumm und ich bin... Irgendwo in der Stadt. Eine Kiste versteckt, okay. Okay. Ich habe die Stadt eigentlich durchsucht gehabt. Aber irgendwie habe ich keine Kiste... Ah, hier ist ja noch ein Eingang. Na gut, wenn hier noch ein Ah! Was war das jetzt? Hä? Ah! Ach, ich muss diese komischen Platten... Ach so, ja, okay. Zack. 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 Na gut, das ist ja einfach. Das ist ja mehr als einfach. Nein, stirb. Okay. Okay. Das ist ja lame. Ich meine, das kann ja jeder irgendwie. Bin mal fertig hier. Ah. Und hier ist bestimmt die Rune drin. Da verwette ich meinen Arsch drum. Die Blutrune, sag ich doch. Ich denke, dass diese Rune damit gemeint ist. Mal sehen, ob ich es in diesem Video noch hinbekomme, die Rune abzugeben. Und mal sehen, ob ich dann vielleicht einen neuen Auftrag bekomme. Von den Kindern der Apokalypse. Ich meine, die sind schon irgendwie gestört. Ich meine, wer versteckt sich da so in... Wer versteckt sich in der Höhle und opfert Menschen und lauter so Bullshit, ey. Und läuft, die laufen alle in Kutten rum. Die sind alle gestört. Hilfe, Hilfe. Ich bin in der Psychiatrie, Hilfe!
Meine Zeit ist schon wieder zu Ende. Leck mich doch am Senkel hier. Mein Gott. So schnell mit dem labern. Okay, das war die falsche Rune. Naja, bis zum nächsten Mal.